Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 63: Die diebische Elfe. Anne und Sirius hatten beschlossen, mit der Hochzeit noch zu warten, denn Anne bestand darauf, zunächst eine Zeit lang das gemeinsame Wohnen auszuprobieren. Zwar war Sirius schon sehr häufig bei ihr in der Wohnung und hatte dort auch schon etliche Male übernachtet, doch das war etwas anderes. Sie hatten keinen gemeinsamen Haushalt. Er hätte am liebsten gleich ein großes Haus in der Zaubererwelt erworben, denn nachdem Harry vor Monaten bei Gringotts einen Antrag eingereicht hatte, war sein Vermögen, Harrys Erbe von Sirius, wieder von Harrys getrennt worden und man hatte es in einem eigenen Verlies untergebracht. Allein seine Abstammung aus einer wohlhabenden Reinblüterfamilie hatte ihn so reich gemacht, dass er im Leben keinen Finger mehr krümmen müsste. Doch Anne war da anders. Ich werde meinen Job nicht aufgeben. Wenn du glaubst, ich lasse mich von dir einfach hinter den Herd stellen. Aber wie sollst du denn dahinter passen? Zwischen Herd und Wand ist doch so wenig Platz. Scherzte Sirius, doch ihr war nicht nach Witzen zumute. Wie sieht das eigentlich mit meinen ganzen Verwandten und Freunden aus? Darf ich denen von dir erzählen oder ist die Anzahl der Menschen, denen ich von der Zaubererwelt erzählen darf, begrenzt? Nicht, dass nach einer feuchtfröhlichen Party diese Vergissmich-Arschlöcher auftauchen und alles wieder zunichte machen. Sagte Anne etwas beunruhigt. War das Einzige, was Sirius dazu sagen konnte. Denn er wusste nicht, wie andere Zauberer, die sich mit Muggeln liierten, solche Fragen lösten. Er wusste nicht einmal genau, wie Lily das damals mit ihren Verwandten gehandhabt hatte. Denn als junger Mann hatte er sich für solche Dinge nicht interessiert. Mehr hast du nicht zu sagen als M? Naja, ich werde mal Beth fragen, wie Frank es mit seinen Freunden gemacht hat. Sagte sie mit ruhiger Stimme. Nach einem Moment fragte Sirius kleinlaut. Warum willst du diesen Job überhaupt behalten? Du schimpfst doch immer nur über deine Kollegen und deinen Chef. Warum hältst du trotzdem daran fest? Sie seufzte zunächst und überdachte ihre Antwort genau, bevor sie sagte. Ich werde mich finanziell nicht abhängig machen. Aber warum? Fragte er mit großen, treuen Hundeaugen, sodass sie ihm einen Kuss auf die Wange geben musste. Sie erklärte ihm, dass eine ihrer Freundinnen den Mann ihres Lebens kennengelernt hatte, mit ihm zwei Kinder in die Welt gesetzt hatte und er sie nach 2,5 Jahren sitzen gelassen hatte. Aufgrund der Kinder bekam sie keinen Job und der Mann zahlte keinen Unterhalt, sodass sie letztendlich von Sozialhilfe leben musste, bis die Kinder aus dem Haus waren. Traust du mir etwa nicht? Fragte Sirius mit Wehmut in der Stimme. Sie tätschelte seinen Oberschenkel, bevor sie erwiderte. Lass uns zusammenziehen und das Ganze auf die Probe stellen. Mir ist die Wohnung zu klein. Sagte er eingeschnappt. Dann nehmen wir uns eben eine größere. Aber du zahlst dann auch die Hälfte der Kosten. Schlug sie lächelnd vor. In der Zaubererwelt. Verlangte er. Nein, in der Muggelwelt. Konterte sie. Dann werden wir uns aber, falls wir uns wirklich in der Muggelwelt niederlassen, einen Kamin einbauen und beim Zaubereiministerium einen Antrag auf den Anschluss ans Flohnetzwerk stellen. Stellte Sirius klar. Aber wir dürfen nicht einfach in einer Mietwohnung einen Kamin einbauen lassen, Sirius. Erklärte ihm Anne. Trotzig konterte Sirius. Dann kaufen wir eben ein eigenes Haus. Welches du bezahlen musst, weil ich nicht so viel Geld habe. Und dann wird es dein Haus sein, während ich meine Wohnung aufgeben muss und... Er unterbrach sie mit einem innigen Kuss. Nach einem Moment, der wie eine Ewigkeit währte, sagte er mit heiserer Stimme. Auch wenn die Verlobung mit dir so schwer anläuft, werde ich dich trotzdem heiraten.
Brauchst gar nicht zu glauben, dass du mich los wirst. Dann lächelte er breit und fiel wieder über sie her. Mit Wobble an seiner Seite konnte Harry wieder aufatmen. Er fühlte sich ohne die Spione endlich wieder frei. Unbekümmert konnte er sich mit allen Menschen um sich herum unterhalten, ohne irgendwie nach gekünstelten Umschreibungen suchen zu müssen. Und er konnte wieder essen, ohne dass ein Elf auf den Tisch sprang und mit einem Bein in seinem Müsli stand. Der Name seines eigenen Hauselfen war für seine Ohren der bisher komischste, den er je gehört hatte. Und so ungewöhnlich Wobble auch klingen mochte, er war eine wahre Hilfe. Er unterschied sich von all den anderen Hauselfen, denen Harry bisher über den Weg gelaufen war, denn er drückte sich völlig normal, wenn auch überaus höflich aus und sprach nicht, wie zum Beispiel Dobby, immer von sich in der dritten Person. Außerdem war sein Elf manchmal so dreist, ihn an seine Aufgaben zu erinnern, wie neulich, als Wobble sagte: Mr. Potter, Sir, Sie haben noch jede Menge Hausaufgaben durchzuschauen. Vielleicht sollten Sie Ihre Verabredung mit Miss Granger um eine Stunde verschieben. Wenn das für einen Hauselfen nicht frech war. Natürlich erinnerte Wobble ihn auch an die wichtigen Termine, wofür Harry dankbar war, denn es sah für einen Lehrer nicht gut aus, zum Termin der Strafarbeit, die er selbst den Schülern auferlegt hatte, zu spät zu kommen. Neulich gab es eine kleine Auseinandersetzung mit Severus, der ihm und Hermine vor wenigen Tagen anvertraut hatte, bestohlen worden zu sein. Harry hatte angeboten, Wobble auf die Suche zu schicken. Doch hier hatte sich Severus vehement gesträubt. Das käme gar nicht in Frage, hatte sein Kollege aufgebracht gesagt. Severus wollte noch immer nicht erklären, um was es sich genau bei dem entwendeten Gegenstand handelte und warum sich dadurch die Fronten zwischen ihm und Albus verhärten könnten. Seine viel zu spärlichen Informationen hatten Hermine zur Weißglut gebracht, sodass sie aufgebracht zu Severus gesagt hatte: Müssen Sie immer alles so erschweren? Herrgott, wenn wir nicht einmal wissen, nach was wir suchen, wie zum Henker sollen wir es dann jemals finden? Wissen Sie, Professor Snape, es war wesentlich einfacher, die ganzen Horcruxe von Voldemort zu finden und sie zu zerstören, als sie zum Reden zu bewegen. Harry hatte bemerkt, dass Severus etwas perplex über die emotionale Entladung seiner Schülerin gewesen war. Doch offenbar hatte er nun endlich verstanden, dass er nicht um Hilfe bitten konnte, wenn er nicht einmal einen Hinweis darauf geben wollte, was die Pergamentrollen beinhalten würden, und so entschloss sich sein Kollege dazu, sein Hilfegesuch einfach wieder zurückzuziehen. Hermine hatte daraufhin nur verärgert ihren Kopf geschüttelt und enttäuscht geschnauft, um ihm somit ihre Meinung über sein Verhalten mitzuteilen. Doch sie hatte ihn ansonsten in Ruhe gelassen, denn es war letztendlich seine Entscheidung. Anfang der dritten Augustwoche, Ginny würde Ende nächster Woche ihr Baby bekommen, kam Harry wie üblich morgens bei Severus vorbei, um den Hund auszuführen. Sein älterer Kollege wirkte nervös und schien sich etwas ausgelaugt zu fühlen, weswegen Harry ihm anbot, doch einfach mitzukommen, und tatsächlich nahm Severus das Angebot an. Wissen Sie, Severus, Hermine hat völlig recht, sagte Harry während ihres Spaziergangs mit dem Hund. Auf was genau spielen Sie an? Fragte sein Kollege irritiert. Ich meine, dass es einfacher war, die Horcruxe zu finden, als etwas von ihnen in Erfahrung zu bringen. Severus wollte gerade etwas entgegnen, da machte ihm Harry mit einer Geste seiner Hand deutlich, dass er zunächst das loswerden wollte, was ihm auf dem Herzen lag,
und so erklärte er: Es handelt sich hier doch um zwei Dinge. Das erste, sie möchten die Pergamentrollen zurückhaben. Das allein sollte kein Problem darstellen. Aber Punkt 2 ist das, was ihnen eigentlich zu schaffen macht. Sie befürchten nämlich, dass sie gelesen werden, nachdem sie gefunden wurden. Beim Suchen können wir ihnen helfen, Severus. Mein Elf könnte sie finden, da bin ich mir sicher. Was den zweiten Punkt betrifft, da müssen sie uns einfach vertrauen, wenn wir ihnen versprechen, dass wir keinen einzigen Blick hineinwerfen werden. Harry seufzte einmal, bevor er noch hinzufügte: Natürlich liegen sie völlig richtig, wenn sie denken, dass wir beide, Hermine und ich, vor Neugierde fast platzen, aber wir haben bisher unsere Versprechen immer gehalten. Mindestens 10 Minuten vergingen, in denen keiner ein Wort sagte, denn Severus benötigte Zeit zum Nachdenken. Er fand es ungewöhnlich, aber erleichternd, dass Harry offensichtlich genau zu wissen schien, weshalb er sich so gegen ihre Hilfe sträubte. Harry, wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Hauself keine Probleme haben wird, meine Pergamentrollen zu finden und sie zu mir zurückzubringen, dann würde ich mittlerweile in Betracht ziehen, Ihr Angebot anzunehmen. Aber nur unter mehreren Bedingungen. Harry lauschte aufmerksam, als Severus seine Forderungen stellte. Nachdem Severus seine Ausführungen beendet hatte, sagte Harry grinsend: Wow, Sie gehen auf Nummer sicher, oder? Okay, dann machen wir das so, wie Sie es möchten. Harry rief Wobble zu sich, der immer erschien, wenn er seinen Namen laut sagte. Mit einem lauten Plopp stand Wobble plötzlich vor den beiden Zauberern und der Hund erschreckte sich im ersten Moment über das abrupte Auftauchen des Hauselfen. »Mr. Potter, wie kann ich Ihnen dienlich sein?« fragte der Hauself höflich. Sogleich begann Harry mit seinem Befehl, der die Länge einer Kurzgeschichte aufwies. Immer wieder verbesserte Severus den Befehl an Wobble, und Harry wiederholte alles, was sein Kollege sagte. Wobble nickte immerfort und hörte seinem Meister aufmerksam zu. Nachdem zu Severus' Zufriedenheit der Befehl ausgesprochen war, wiederholte Wobble in Kurzform: Also, ich suche die gestohlenen Pergamentrollen von Professor Snape. Und wenn ich sie gefunden habe, bringe ich sie sofort ohne Umwege zu ihm zurück, und zwar ohne auch nur eine Menschenseele die Pergamentrollen zu zeigen oder von ihnen zu erzählen. Nicht einmal Ihnen, Mr. Potter, und Sie als mein Meister können im Nachhinein in Bezug auf diesen eben gegebenen Befehl nichts mehr an ihm ändern. Selbst wenn Sie es versuchen würden, korrekt so? Harry blickte fragend zu Severus hinüber, der lediglich nickte, so dass Harry zu Wobble sagen konnte: Ja, so ist es korrekt. Gut, dann möchte ich mit Professor Snape einen Moment alleine sprechen, sagte der Hauself mit ernster Miene. Harry wurde tatsächlich von seinem eigenen Hauselfen weggeschickt. Aber das war in Ordnung, solange er Severus damit einen Gefallen tun konnte. Nach einigen Minuten war Wobble verschwunden und Severus holte Harry wieder ein, der natürlich gleich fragte: Was wollte er denn von Ihnen wissen? Ich sollte ihm lediglich die Zauber nennen, mit denen ich die Pergamentrolle vor neugierigen Augen geschützt habe. Hauselfen, so erklärte er mir zumindest, können Dinge viel besser finden, wenn sie nach magischen Signaturen Ausschau halten. Und nicht nach dem Gegenstand selbst, erklärte Severus. Harry nickte und entgegnete nur: Klingt logisch. Albus hatte, obwohl sich Harry sicher war, dass die spionierenden Hauselfen ihm von seiner ganz offensichtlich an den Direktor gerichteten Nachricht informiert haben mussten, bisher kein Gespräch mit Harry gesucht. Aber das war ihm mittlerweile auch egal. Es lag an Albus, den ersten Schritt zu machen und ihn zur Rede zu stellen. Doch der schien sich nicht einmal dafür zu interessieren,
dass Harry jetzt einen eigenen Hauselfen hatte. Es war aber auch nicht so, dass Albus ihn ignorierte. Ab und an wechselten sie wieder wie früher ein freundliches Wort, so dass Harry schon glaubte, Albus hätte den Irrsinn seiner fixen Idee endlich begriffen und alles würde zur Normalität zurückkehren. Dobby half gerade Winky in der Küche, das Abendessen herzurichten. Da bemerkten beide einen Hauselfen, den sie nie zuvor gesehen hatten. Winky, sieh doch mal, da drüben, sagte Dobby, der große Augen machte. Winky schaute hinüber und bemerkte den anderen Elfen, der etwas zu suchen schien. Als sie wieder zu Dobby blickte, bemerkte sie, dass dieser zitterte. Was hat Dobby nur? Kennt Dobby ihn? Fragte sie leise, doch er verneinte. Dobby ahnte jedoch, dass dieser Elf den Auftrag haben musste, etwas zu suchen, denn immer wieder schnippte der Fremde mit den Fingern und schickte, ähnlich wie eine Fledermaus ihre Ultraschalllaute ausstieß, eine magische Welle aus, die gleich darauf zu ihm zurückkehrte. Auf diese Weise war es für Hauselfen recht leicht, etwas zu finden, denn sie brauchten nicht jede Ecke abzusuchen, sondern schickten nur ihre Findezauber. Doch nach welchen magischen Signaturen suchte der fremde Elf? Um herauszufinden, welche Zaubersprüche benutzt wurden, schnippte Dobby zeitgleich mit dem anderen Elfen mit seinen eigenen Fingern. Nachdem das Echo zu Dobby zurückgekehrt war, wusste er, dass der fremde Elf nach 5 magischen Signaturen suchte, die ihm sehr wohl bekannt waren. Scheu blickte sich Dobby um. Seine anderen Kollegen schienen sich von dem fremden Elfen, der sich in der Küche aufhielt und sie magisch durchstöberte, nicht gestört zu fühlen. Dobby, sag Winky, was los ist, sagte die besorgte Elfe dieses Mal mit Nachdruck. Winky, geh rüber zu dem Elf. Lenk ihn ab. Sofort, forderte er mit bebender Stimme. Winky war so verängstigt, dass sie es nicht wagte, ihm zu widersprechen oder weitere Fragen zu stellen. Und so ging Winky hinüber zu dem anderen Elfen und begann ein unverfängliches Gespräch mit ihm, so dass der das Fingerschnipsen für einen Moment vergaß. Nach einem weiteren Schnipsen hielt Dobby 2 Pergamentrollen in der Hand und gleich darauf löste er sich in Luft auf, nur um einige Sekunden später bei Harry im Büro zu stehen. »Ah, bei Merlin! Erschreck mich nie wieder so!« meckerte Harry, der sich eine Hand an sein wildschlagendes Herz hielt. Das plötzliche Auftauchen von Elfen oder von den Zwillingen jagte ihm immer wieder einen Schrecken ein. »Dobby ist untröstlich, Harry Potter. Bitte verzeihen Sie einem dummen Hauself wie Dobby, Sir!« sagte Dobby betrübt und mit hängenden Ohren. Tränen sammelten sich in den großen Kulleraugen, so dass Harry sich gleich bei ihm entschuldigte. In dem Moment, als er Dobby anblickte, bemerkte er auch die beiden Pergamentrollen, die der Elf bei sich trug. »Was? Dobby, was ist das?« fragte Harry mit leiser Stimme und plötzlich begann Dobby zu heulen. »Dobby, nicht weinen! Hör auf, ja? Bitte!« sagte Harry, der seinen Freund eine Hand auf die Schulter legte, um ihn zu trösten. »Harry Potter ist immer so nett zu Dobby. Behandelt Dobby immer wie einen Freund!« schluchzte der Hauself. »Weil du mein Freund bist, Dobby. Ich hab mich nur erschrocken. Ich wollte dich nicht.« Doch Dobby unterbrach Harry und sagte laut und weinerlich. »Dobby war böse gewesen. Dobby wollte doch nur helfen. Und jetzt sieht es so aus, als hätte Dobby es weggenommen.« Dobby heulte so laut,
dass Harry aus lauter Verzweiflung einen Stillezauber auf sein Zimmer legte, damit niemand glauben würde, in seinem Büro würde womöglich ein Alarm schrillen. Der Elf war kaum zu beruhigen und so blieb Harry nur eine Möglichkeit, Dobby mit einem Gespräch abzulenken. Dobby, beruhig dich. Ich verspreche dir, dass ich nicht mit dir schimpfen werde. Aber du musst mir unbedingt sagen, was das ist, was du da in den Händen hältst, sagte Harry mit ruhiger Stimme, obwohl er bereits eine Ahnung hatte. Immer wieder schluchzte Dobby und Harry begrüßte es, dass der Elf nicht nur eigene Kleidung besaß, sondern auch mit der Anwendung eines Taschentuchs vertraut war. Dobby schneuzte sich lautstark und trompetete und sagte gleich darauf, er würde sich selbst für sein Handeln bestrafen müssen. Doch letztendlich erklärte er: Dobby muss davon hinaus helfen. Die Harry Potter und seine Freunde verfolgten. Aber Dobby steht in Professor Dumbledores Diensten und durfte nichts machen. Dobby hat auch gesehen, wie ein Elf eines Abends diese beiden Rollen in die Küche brachte. Es war nicht recht, Harry Potter etwas wegzunehmen. Und nur deswegen hat Dobby das hier von dem Elf gestohlen und selbst versteckt. Aber jetzt kommt dieser Fremde und sucht danach und Dobby hat Angst bekommen. Wieder heulte Dobby auf und Harry klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. Nachdem sich Dobby wieder etwas beruhigt hatte, gab er Harry die beiden Rollen, von denen der Elf glaubte, dass sie ihm gehören würden. Harry würde einen Besenstiel vertilgen, wenn es sich hierbei nicht um die beiden Rollen handelte, die Severus vermisste. Doch er musste sicher gehen. So entrollte er das erste Stück Pergament und hielt einen Moment inne. Als ihm nach dem ersten Absatz bewusst wurde, dass Severus geträumt haben musste, von Voldemort gerufen zu werden. Severus hatte angemerkt, dass dieser Traum anfangs sehr real schien, bis er zur gewünschten Stelle appariert war. Neugierig las Harry weiter, als von der trockenen Weinrebe, die plötzlich erblühte, und seiner Stimme, die zu Severus sagte, es wäre an der Zeit, die Rebe zu schneiden. Doch dann, als er Severus winzige Schrift weiterverfolgte, bildete sich ein Kloß in seinem Hals. Harry selbst auf einem Thron aus Perlen. Das erste Pergament war hier zu Ende und Harry platzte vor Neugierde. Er hatte sich zwar davon überzeugt, dass es tatsächlich Severus Pergamente waren, aber jetzt musste er die zweite Rolle unbedingt noch lesen. Wie konnte Severus es wagen, auf der ersten Seite so einen Cliffhanger einzubauen? In der zweiten Rolle stand, dass Harry Severus Hand genommen hatte, um von ihr alte, raue Haut abzustreifen, die einer Schlangenhaut glich. Gleich darauf wurde Severus von einem Einhorn davon abgehalten, fliehen zu können. Sein Herz raste, als er las, wie Severus gleich danach vor Schreck erstarrte, weil Harry mit seinem Zauberstab das dunkle Mal berühren wollte. Der Traum war hier zu Ende und sein älterer Kollege hatte am Ende angefügt, dass er glaubte, im Traum geweint zu haben. Einen Moment lang musste Harry das eben Erfahrene verdauen. In Traumdeutung wäre er immer schlecht gewesen, was Trelawney sicherlich jederzeit gern bestätigen würde. Für einige Sekunden erinnerte er sich daran, wie Ron und er während der Schulzeit ausgedachte Träume niedergeschrieben hatten, um sie als Hausaufgabe für Trelawney deuten zu können. Aber das nur, weil Harry damals wegen Voldemort ständig Albträume gehabt hatte, die er niemandem preisgeben wollte. Sein Magen zog sich zusammen,
als er glaubte zu wissen, dass Severus genauso viel daran liegen müsste, seinen eigenen Traum ebenfalls nicht preiszugeben, denn der Inhalt war äußerst heikel. Schnell schüttelte Harry sämtliche Schuldgefühle von sich ab, denn er überlegte, ob dieser Traum womöglich etwas beinhalten konnte, mit dem man seinem Kollegen helfen könnte. Vielleicht irgendein Hinweis auf früher. Noch immer hatten Ron, Hermine und er nicht wirklich einen stichhaltigen Anhaltspunkt, was vor etwa 20 Jahren mit Severus geschehen sein könnte. Es war ja nicht zu übersehen, dass Severus nach Voldemorts Sturz eine Veränderung seiner Persönlichkeit durchlebte, was sich der Tränkemeister selbst nicht erklären konnte. Aber so schlimm hörte sich der Traum eigentlich gar nicht an, dachte Harry. Die Empfindungen, die Severus nämlich auf dem Pergament notiert hatte, bestärkten Harrys Gefühl, dass eine Deutung des Traums keine bedenklichen Ergebnisse ans Tageslicht bringen würde. Bis auf den kleinen Schrecken mit dem Einhorn, bei dem Severus selbst noch angemerkt hatte, dass es ihm gegenüber nicht angriffslustig gewesen wäre, hatte der gesamte Traum sich eher friedvoll abgespielt. Einzig das Ende war beunruhigend, und das auch nur, weil man nicht erfahren hatte, was geschehen würde, wenn Harry mit seinem Zauberstab das dunkle Mal auf Severus' Unterarm tatsächlich berühren würde. In diesem Moment fragte sich Harry, was in der Realität geschehen könnte, wenn er genau das ausprobieren würde. Aber wollte er es tatsächlich darauf ankommen lassen? Mit einem Male wurde Harry klar, warum Severus wegen der abhanden gekommenen Schriftrollen so nervös war. Würde Albus das hier lesen, wäre es für ihn wahrscheinlich nur ein gefundenes Fressen, das bestätigen würde, was er eh schon vermutete, nämlich dass Harry ein neuer dunkler Lord sein würde. Selbst wenn der Traum besonders die Empfindungen von Severus nicht angsteinflößend gewesen waren. Die vorherrschende Farbe im Traum war weiß, was schon einmal nicht schlecht sein konnte. Die Räume waren hell, alles war ruhig und bis auf das unbefriedigende Ende wirkte nichts besorgniserregend. Jetzt machte sich ein weiteres Gefühl in Harry breit. Schuld. Oje, er hätte es gar nicht lesen sollen. Wie sollte er Severus wieder unter die Augen treten, nachdem er ihm die Pergamentrollen übergeben hatte? Was hatte Harry nur getan? Er hatte sein Versprechen gebrochen, auch nur einen Blick hineinzuwerfen. Sein Kollege würde sofort merken, dass etwas nicht stimmte, dass es nicht Wobble war, der die Rollen gebracht hatte, sondern... Dobby, du musst mir zuhören. Du darfst niemandem erzählen, dass du die Rollen hattest und ich sie gelesen habe. Du bringst diese Rollen zurück in die Küche und sorgst dafür, dass der andere Elf sie findet. Der andere heißt... Er durfte den Namen nicht nennen, sonst würde Wobble sofort hier auftauchen. Und so fuhr Harry fort. Er ist mein Hauself, verstehst du, Dobby? Ich war es. Ich habe ihn geschickt, damit er das hier findet. Aber er soll es nicht zu mir bringen, sondern zu jemand anderem. Ich möchte, dass das auch genauso vonstatten geht, wie ich es geplant habe. Bitte sorg dafür, dass der andere Elf das findet und dann ist alles wieder gut, sagte Harry hastig und besorgt. Es könnte noch alles glatt gehen. Sirius hatte verschiedene Zeitungen durchforstet, um nach Wohnungen zu suchen, wobei ihm egal war, ob er auch in Zeitungen der Zaubererwelt stöberte. Denn es gab einige Squibs, die in der Muggelwelt Wohnungen für Zauberer und Hexen anboten, und in diesen Angeboten waren bereits Annehmlichkeiten wie Kamine mit Flohnetzwerkanschluss oder Eulenunterkünfte inbegriffen.
Wegen der anderen Bedenken, die Anne geäußert hatte, wandte er sich an Hermine und er fragte ihr Löcher in den Bauch, wie sie damals, nachdem sie erfahren hatte, eine Hexe zu sein, mit ihren Freunden und Verwandten umgegangen war. Etwas bedrückt antwortete sie ihm auf jede seiner Fragen, so dass er sich am Ende mit diesen Informationen getrost an Anne wenden konnte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.